Liebe Trader, warum könnte der Biotech-Sektor in 2017 vor einem starken Comeback stehen? Und wie schaut für uns Trader eine konkrete Vorgehensweise aus, diesen Sektor systematisch auf neue Trading-Chancen zu überwachen? Die Antwort darauf gibt es in diesem Video. Die Tage sind gezählt für das Jahr 2016 und dabei stellt sich ja immer auch schon die Frage, welche Sektoren und Einzelwerte gehören in 2017 zu den Favoriten. Und es gibt wirklich einige stichhaltige Argumente im Biotech-Sektor sprechen. Und hier möchte ich mal ein paar Argumente nennen. Und zwar, die Hoss am Aktienmarkt ist gereift und in dieser Phase rücken meist auch gerne spekulative Branchen in den Vordergrund, also eine gute Voraussetzung für Biotech-Aktien. Zudem hat dieser breite Sektor ja jetzt inzwischen auch 1,5 Jahre konsolidiert. Negative Nachrichten sollten zu einem großen Teil wirklich schon in den Kursen eskomptiert sein. Sowohl Hillary Clinton als ja dann auch später Donald Trump machten sich über Preisobergrenzen für besonders hochpreisige Medikamente stark. Das lastet ja immer noch ein wenig auf dem Sektor, aber es gibt auch wirklich Lichtblicke. Zum einen, Experten sprechen von der Entdeckung des Jahrhunderts im Biotech-Bereich. Es geht um die Heilung von genetischen Defekten. Das Schlüsselwort lautet hier CRISPR. Es ist ein Verfahren, mit dem die DNA des Menschen gezielt verändert werden kann. Und es könnte wirklich sein, dass in 2017 dieses Thema an der Börse gehypt wird und das damit einfach einhergeht, dass wir ein breites Momentum wieder im Biotech-Sektor bekommen. Und diese Kombination aus Faktoren begünstigt einfach eine solche Rallye. Das heißt für uns Trader, dass wir entsprechenden Stärkesignalen sofort eine hohe Bedeutung messen müssen. Und gleichzeitig stellt sich die Frage, wie können wir hier jetzt gezielt ansetzen? Ich möchte verschiedene Schritte zeigen. Und zwar, ich schaue immer gerne nach diesem Top-Down-Prinzip, was macht der übergeordnete Sektor? Und hierfür betrachte ich immer gerne den Referenzindex auf den US-Biotech-Sektor, nämlich der iShares Nasdaq Biotech Index. Das Kürzel hierfür ist IBB. Ja, hierüber bekommt man ihn auch ganz schnell. Und wenn wir jetzt uns hier mal auch das Bild anschauen, dann sieht man eben, ja, dass wir seit Ende Juli 2015 uns jetzt in dieser Konsolidierung befinden. Aktuell kämpfen wir immer noch oder arbeiten an einer neuen Bodenbildung. Im großen Bild ist dieser Trend aber seit 2009 weiter voll intakt. Und gerade ja auch in dieser Rallye-Phase 2014 war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat ja auch Biotech und die Halbleiterbranche mit dieser Rallye angeführt. Und im Zuge einer solchen Rotation könnte hier im nächsten Jahr wirklich wieder einiges drin sein. Was ich hier aber wirklich sehen möchte, ist das Verlassen dieser Bodenbildung, das heißt ein Break über die runde Marke von 300 US-Dollar. Und dieser Break dürfte dann letztendlich auch mit dem Menawini Trend Template einhergehen, das auch dieses grünes Licht gibt. Ich blende es mal ein. Und hier sieht man, ja, aktuell ist das Trend Template noch nicht erfüllt, aber wenn wir hier endlich mal diesen Befreiungsschlag sehen sollten, dann dürfte auch hier das Zeichen auf grün wechseln. Das heißt, im ersten Schritt wichtig wirklich die Entwicklung im übergeordneten Index aktiv zu verfolgen. Wenn hier ein neues Kaufsignal entsteht, könnte das der Trigger für eine breite Rallye-Bewegung sein. Im zweiten Schritt schaue ich dann immer täglich bei den Aktien, die auf neue Jahreshochs ausgebrochen sind, ob es hier Auffälligkeiten gibt, gerade bei den Anlagen Zukunftstrends, denn hier muss man auch nochmal erwähnen, wenn ein Sektor wirklich geschlossen auf neue Hochs ausbricht, ist das ein massives Zeichen von Stärke und hat entsprechende Signalwirkung. Und hier sehe ich dann auch sehr schnell, wenn es Auffälligkeiten im Biotech-Sektor geben sollte. Im dritten Schritt gehe ich in den Explorer und hier gezielt unter Branchen und Sektoren, dann unter Medizin. Und hier habe ich auch wiederum verschiedene Listen für den Biotech-Sektor, beispielsweise allgemein Biotech, also Biotechnologie. Wie schaut hier meine Vorgehensweise aus? Ich prüfe im ersten Schritt wirklich auf Aktien, die sich in etablierten Aufwärtstrendstrukturen bewegen, das heißt Indikatoren, das Trendtemplate. Dann sage ich, ich möchte nur noch Aktien angezeigt bekommen, die eben das Trendtemplate erfüllen. Und wir sehen, von knapp, wie viel haben wir jetzt hier? 280 Werten haben wir noch 41. Ja, also wir haben das Universum auch schon wieder entsprechend runtergebrochen. Und im weiteren Schritt könnte ich dann sagen, Abstand vom Hoch, das 12-Monats-Hoch und hier noch eine Einschränkung, indem ich sage, nur noch Aktien,
bitte anzeigen lassen, die maximal 7% vom Hoch entfernt sind. Und dann haben wir jetzt hier quasi noch 19 Kandidaten, mit denen wir uns aktiv befassen. Und vor allem, wenn der Gesamtmarkt wirklich mal wieder jetzt nach dieser starken Rallye-Bewegung einen schärferen Rücksetzer vollziehen sollte, wenn man dann entsprechende Stärkezeichen wahrnehmen sollte in diesem Sektor, dann würde hier wirklich der aktive Research-Prozess beginnen. Denn wir wissen ja, relative Stärke ist mit Selektionskriterium Nummer 1. Und über diesen Ansatz versuche ich dann wirklich sicherzustellen, dass ich auf die interessanten Stories im Biotech-Sektor aufmerksam werde und dass ich auch immer schöne Breakout-Kandidaten auf meiner Watchlist habe.